Ich habe mich dazu ein bisschen durch die Weiten des Internets gewühlt, weil mir also über die AfD nicht allzu wenig Lügen, Mythen und Halbwahrheiten lesen kann, die da drin verbreitet werden. Die AfD sei rassistisch und fremdenfeindlich. Die AfD ist homophob. Die AfD ist antisemitisch. Die AfD sieht die Frauen am liebsten hinterm Herd. Und nur die Abgehängten und die Verlierer der Gesellschaft, der ich bin ein Mitglied in der AfD. Ich will jetzt an dieser Stelle mal mit ein paar von den Mythen und Halbwahrheiten aufräumen. Die AfD ist weder rassistisch noch ausländerfeindlich. Wir vereinen verdammt viele Ausländer und Menschen unterschiedlicher Rassen in den Reihen der AfD. Und ja, auch diese Leute sind nur erfolgreich innerhalb der Partei. Opa Peter Büstron, ein ehemaliger Asylant aus Tschechien, der mittlerweile Abgeordneter im Deutschen Bundestag ist, oder Achille de Makpo, gebürtiger Schwarzafrikaner, mittlerweile Vorstand des AfD-Kreisverbands in Kiel. Ebenso in unserem Kreisverband Weiden haben wir Ausländer als Mitglieder, welche sich keineswegs ausgegrenzt fühlen. Und nein, diese Leute sind keine Quotenausländer, weil jetzt der eine oder andere vielleicht schon wieder denkt. Die AfD ist auch nicht homophob. Nur weil die AfD nichts mit dem Genderwahnsinn anfangen kann, also, das muss man jetzt mal auf der Zunge gelten, dem zwanghaften Versuch zu beweisen, dass wir alle gleich sind und unser Geschlecht nur durch die Gesellschaft bestimmt wird. Sucht sich doch gut an. Unser Geschlecht wird nur durch die Gesellschaft bestimmt. Ich habe erst gestern Abend wieder nachgeschaut. Habe die Gelegenheit dazu gehabt, beim Duschen mit meiner Frau. Wenn ich jetzt da den Hintern, weil Arsch sagt man jetzt an so einer Stelle nicht, wenn ich den Hintern mit zu den Geschlechtsteilen zähle, dann ist das aber schon das Einzige, was halbwegs gleich ist von mir und meiner Frau. Oh. Wobei der von mir auch schon ganz dickel gerissen ist und wahrscheinlich auch nicht so wohlgeformt. Wir haben auch Schwule und Lesben in unserer Partei. Unser Bundesvorsitzende ist ein bekennende Lesbe. Und nein, die werden auch nicht ausgrenzt. Die AfD steht für die Familie im klassischen Sinn. Also Vater, Mutter und Kind. So wie man das seit Jahrtausenden kennt. Und Vater, Mutter und Kind ist nun mal die Keimzelle der Gesellschaft. Die AfD sei antisemitisch. Seit letzter Woche, ist ja oft durch die Medien gegangen, gibt es eine Gruppierung innerhalb der AfD. Da gibt es mehrere Gruppierungen, angefangen von den Christen in der AfD, über den Flügel und so weiter. Und mittlerweile gibt es eine Gruppierung Juden in der AfD. Also es sind quasi die Lämmer, die zu ihrem schlechter laufen. Oder wie soll ich das verstehen? Also, wie gesagt, der Vorwurf, die AfD sei antisemitisch, das beruht auf einer Aussage von Björn Höcke, die komplett aus dem Zusammenhang gerissen worden ist. Und die AfD ist garantiert alles, aber nicht antisemitisch. Ja. Frauen hinter den Herd, ja, in der modernen Gesellschaft sieht man das nicht gern. Mit dieser Aussage wird von unseren Gegnern zwanghaft versucht, die AfD als altbacken darzustellen. Die AfD will die klassische Familie fördern und den Anreiz zum Kinderkriegen bieten. Ob nun der Mann oder der Frau die Kinder hütet, das ist der AfD egal. Auch wurde niemals Aussagen getätigt, dass die Frau zu Hause bleiben und der Mann arbeiten gehen soll. Seit Jahrzehnten ist die Zahl der Geburten rückläufig. Alle Parteien sind der daraus resultierenden Probleme schon längst bekannt. Aber anstatt daran etwas zu ändern,
wird dem Versuch, die klassische Familie als unmodern und rückständig darzustellen, genau das Gegenteil gemacht. Und letztendlich dann der Vorwurf, dass noch Abgehängte die AfD wollen oder bei ihr Mitglied sind. Lernen Sie auch ganz leicht entkräften. Der leicht erlohe der Blick in unseren Kreisverband, da weiß ich, was für Leute wir dabei haben. Das ist der Facharbeiter, der Psychologe, der Lehrer, Kaufmänner, Hausfrauen, Unternehmer, Richter, Polizisten, ein Querschnitt durch die Gesellschaft, aber garantiert keine abgehängten Leute.